Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa Training Akademie und heute haben wir einen Ehrengast, den Dr. Felix Hötzinger. Stell dich doch mal bitte vor. Hallo Cosimo, vielen Dank. Ja, ich bin Felix Hötzinger, ich bin CEO der Gambio Gruppe. Gambio ist ein Shopsystem in Deutschland. Wir haben ungefähr 25.000 Händler, die unser System benutzen. Der Außenumsatz bei Gambio liegt bei 2,5 Milliarden jedes Jahr. Das heißt, wir sind schon, könnte man sagen, in Deutschland systemrelevant. Und ja, ich freue mich sehr, Gambio weiter voranzubringen, um die Vielfalt im deutschen E-Commerce aufrechtzuerhalten. Okay, genial. Danke, dass wir dich hier dabei haben dürfen. Es ist ja also vom Gefühl her für mich schon ein bisschen Global Player bei dem Umsatz außen. Und jetzt sind wir ja in der großen C-Zeit. Hattest du denn auch schon Geschichten, wo du gesagt hast, das war, ja, ganz ehrlich, schon eine Talfahrt? Ich sag mal so, die schwierigste Zeit war eigentlich diese erste Unsicherheitszeit. Da hat dann irgendwie ein Schwager von einem Bruder, war ein Corona-Fall, bleiben jetzt alle daheim oder macht ein Teil Homeoffice. Ansonsten sind wir natürlich als dickes, fatales Unternehmen, waren wir da gut drauf eingestellt. Ein bisschen am Server noch rumdrehen müssen und dann war auch das Heimarbeiten ohne Probleme möglich. Bei unseren Händlern haben wir natürlich auch viele Veränderungen gesehen. Das Arbeiten ist ein bisschen anders geworden. Aber also gerade für den digitalen Bereich war es natürlich schon ein Boost beziehungsweise ein Offenlegen der Karten, wie weit wir in der Digitalisierung teilweise in Deutschland noch hinterherhängen. Okay. Gab es schon irgendwas, wo du sagen kannst, wie ihr das gemeistert habt? Also wir selbst im Unternehmen hat es, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind ein eingespieltes Team und gerade das Thema Videokonferenzen oder jetzt so ein Format finde ich auch super. Auch sowas sollte man aufrechterhalten, auch wenn Corona vorbei ist, weil gerade diese Reisetätigkeit, oftmals für 2 Stunden Meeting, 12 Stunden unterwegs zu sein, das macht ja keinen Sinn. Also da muss sich einiges ändern. Und deswegen, also ich freue mich eigentlich drauf. Natürlich ist Corona, keiner will das und unser Gesundheitssystem wird eventuell arg belastet. Aber es ist ein Zeichen, was alles geht. Ja, absolut. Genial. Also endlich mal jemand, der es auch so sieht. Das finde ich richtig spannend. Jetzt kann man ja schon sagen, dass irgendwie eine neue Zeitära anfangen wird. Die letzte Zeitgeschichte war ja so BC, Before Christ. Vielleicht, wenn wir das irgendwann mal umbenennen in Before Corona. Danach hat Anno Domini angefangen. Und in unserem Konzept sagen wir ja die Ds zur Zielerreichung. Durch die 6 Ds gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Ja. Hier haben wir die 6 Ds zum Erfolg. Und das erste D, wo wir dich jetzt mal interviewen wollen, waren: Was ist denn dein Desire für jetzt, für danach? Was ist dein Desire für dich, für die anderen ganz speziell? Ja, also mein Wunsch, mein Ziel ist es eben, dass wir unsere Mission und unsere Vision, die wir haben, jetzt gerade bei Gambio nach vorne bringen. Und das ist, dass wir Händlern helfen, online alle Prozesse so einfach wie möglich umzusetzen, dass sie die Chance haben, sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das führt dazu, ich will keinen Amazon-Einheitsbrei haben, wo alle nur immer das Gleiche kaufen. Ich will diese Vielfalt im E-Commerce. Und wir sind in Deutschland, wir sind so ein cooles Land, wir haben so einen genialen Mittelstand. Und den zu stärken und wirklich da aufrechtzuerhalten und die Vielfalt der Produkte und des Angebots aufrechtzuerhalten. Okay, cool. Das zweite D ist ja die Decision. Was für eine Entscheidung habt ihr als Firma getroffen, um die ganzen PS wirklich auf die Straße zu bringen? Ja, also wir haben früh gemerkt, dass wir nicht jedem Trend hinterherlaufen wollen. Das rate ich auch jedem Gründer, jedem Unternehmer. Nicht nur, weil es jetzt gerade cool klingt oder weil es das neue Buzzword des Jahres ist, sondern wirklich schauen,
was braucht denn euer Kunde? Sprecht mit euren Kunden, das machen wir. Wir sprechen viel mit unseren Kunden. Wir haben einen direkten Kontakt, da hängen keine Agenturen dazwischen, sondern wir versuchen eigentlich gemeinsam mit unseren Händlern dort dieses Ökosystem Gambio weiter aufzubauen. Und die Entscheidungen, glaube ich, dafür, die haben wir früh hoffentlich die richtigen Weichen gestellt. Okay. Das dritte D ist ja die sogenannte Declaration, das Mission Statement, die Botschaft, für die man erkannt wird, für die man von anderen dann, ja, was man nach außen trägt. Welches ist eure Botschaft? Was ist eure Declaration? Ganz klar, wiederhole ich mich jetzt zwar, aber das ist eben gemeinsam mit unseren Händlern das Produkt weiterentwickeln. Nicht das, was wir meinen, was gut ist, sondern wir wollen zuhören, wir wollen verstehen, was die Händler brauchen und diesen Weg weiter konsequent eben umzusetzen. Sehr cool. Nach der Declaration braucht man eine Devotion, also man muss wirkliche Handlungsschritte machen. Könntest du sagen, wie ihr eure Handlungsschritte plant, sodass das wirklich dann gemacht wird? Ja, das ist ja immer ganz spannend. Wenn man Unternehmen frisch aufzieht, dann gibt es die Gründer, dann kommen die Mitarbeiter der ersten Stunde und die frisch dazukommen, die sprechen alle, wenn du die fragst, für was steht ihr denn, sagt jeder noch das Gleiche. Dann kommt aber eine dritte, vierte Schicht an Mitarbeitern dazu und das verwässert sich ein bisschen. Und ich meine, Gambio gibt es jetzt auch schon 14 Jahre lang. Was wir gemacht haben im letzten Jahr, wir haben ein Rebranding gemacht, haben aber das Rebranding genutzt, um eben gemeinsam mit allen Mitarbeitern diese ganzen Punkte nochmal durchzugehen und alle nochmal abzuholen, für was stehen wir denn, was wollen wir denn, was ist denn unser Ziel. Und wir haben eben so ein kleines Kärtchen, das hat jeder bekommen, hängt auch groß im Büro mit der Mission und der Vision. Und das sind nicht nur hingeschriebene Worte, sondern es geht einfach darum, ich will, dass jeder bei Gambio, wenn er gefragt wird, die gleiche Botschaft lebt, aber auch erzählen und nach außen transportieren kann. Sehr, sehr gut. Okay, das machen noch nicht viele, sollten mehr tun. Sehr cool. Bei dem vierten, da geht es um das Thema Development. Wie entwickelt ihr euch weiter? Wie bleibt ihr up to date? Ja, also bei uns fällt es nicht schwer, uns weiterzuentwickeln. Wir haben einen Support, da kommen Supportanfragen, da kommen Wünsche, wo gerne unsere Händler hinwollen. Wir haben natürlich auch immer ein sehr, sehr großes Ohr und ein Auge Richtung USA. Was passiert da? Was sind da Trends, die sich auch durchsetzen, dass wir eben nicht überrascht werden? Das ist einfach wichtig, dass man auch entscheidungsschnell ist und ruhig mal Fehler machen. Also das ist Fehler machen wird immer so ein bisschen verteufelt, aber die Anzahl der Fehler zu erhöhen, heißt die Anzahl der Entscheidungen zu erhöhen und da sind dann hoffentlich ein paar richtige dabei und viel besser als nichts zu machen. Jawohl, definitiv. Schnelle Entscheidungen, schnelle Lehren, die man weiterentwickeln kann, gell? Sehr gut. Das letzte D ist Deliver, ausliefern. Wir haben die Bergspitze erreicht, freuen uns, dass wir oben sind. Ich glaube, bei euch gibt es schöne Berge. Du weißt, von was ich rede. Man belohnt sich. Wie belohnt ihr euch als Firma? Wie belohnt ihr eure Mitarbeiter? Wie belohnt ihr vielleicht sogar eure Kunden? Also für uns ist das Wichtigste, ist die größte Belohnung ist natürlich, wenn wir tolles Feedback vom Kunden bekommen. Wir haben gemeinsam mit einigen auch so Cases gedreht. Wir haben kleine Filmchen, haben die Kunden kennengelernt. Wir versuchen immer zuzuhören und das Feedback mitzunehmen. Wir kriegen natürlich ganz tolles Feedback. Und wir kriegen als Softwareanbieter Weihnachtsgeschenke von unseren Händlern teilweise geschickt. Das ist super. Also das freut uns natürlich, dass wir da nicht vergessen werden. Und einfach das Feedback am Markt zu sehen. Oder ich komme durch Zufall auf irgendeinen Online-Shop, weil ich ein cooles Produkt sehe. Und dann scrolle ich nach unten und sehe auch, das ist ja ein Shop von uns. Und sowas freut mich natürlich. Okay, cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir in dieser speziellen Zeit, wo wir alle so viel mega zu tun haben, dir Zeit genommen hast, damit wir das mitbekommen können. Gibt es denn noch, wenn es jetzt einen Wunsch gäbe, den du den Zuhörern mit auf den Weg geben willst, was wäre das? Also mein Wunsch geht eigentlich tatsächlich ein bisschen an unsere Politiker, an unsere Regierung,
sich auf das zu konzentrieren, wo ich der Meinung bin, wofür Politik eigentlich da sein sollte. Politik soll dafür da sein, um Infrastruktur zu schaffen. Die sollen sich nicht zu tief einmischen, aber die Hauptaufgaben bitte erledigen. Und zur Infrastruktur gehören eben natürlich Gesetze, Rahmenbedingungen, die nicht blockieren, sondern die helfen. Da gehört Datenleitungen. Es ist immer leider noch so, dass wir an verschiedenen Ecken nicht diese Möglichkeit von Datenleitungen haben, die wir gerne bräuchten. Ich kenne einen Holzhändler, der sitzt da irgendwo ein bisschen südlich vom Tegernsee. Der ist hochdigital, der kann Aufträge entgegen, da ist eine Säge hinten, der schickt da den Auftrag hinter, dann wird es automatisch. Ja, aber der muss halt teilweise eine Stunde warten, bis da sein Fall durch ist. Und so, das kann es halt nicht sein. Und deswegen, wenn sich da unsere Politiker noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren würden, nur Rahmenbedingungen und Infrastruktur, dann käme man einen großen Schritt weiter. Okay. Wir als Unternehmer, wir machen unseres dazu. Sehr gut. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für alle Zuhörer. Schön, dass ihr jetzt wieder dabei wart. Hier war Cosimo Marafa Training Academy mit Dr. Felix Hützinger. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.